So, hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Hack so schnell nochmal öffne. Aber wir haben tatsächlich ein paar Dinge noch zu erledigen hier. Und ich hoffe mal, dass das ungefähr so lange dauert wie ein ganzes Video. Deswegen gucken wir mal. Entschuldigung. Oh, was? Hilfe, ich habe mich gerade... Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Ich habe jetzt zu lange, glaube ich, nicht geredet. Und jetzt ist die Stimme erstmal hier komplett tschüss. Einen Moment. So. Okay. Perfekt. Professionelle LP hier wieder am Start. okay. Ja. Die Exits-Zahl wird sich nicht ändern, aber in diesem Level versteckt sich ein zweiter Normal Exit und man kann ihn jetzt eben doch betreten. Hängt damit zusammen, dass wir den P-Switch da hinten, den P-Switch, den gelben Switch ausgelöst haben. Durch die gelben Switch-Blöcke ist jetzt scheinbar irgendwo irgendwas anders. Folglich gehen wir nochmal hier durch dieses wunderschöne Level durch mit den Pflanzen. Und ich muss im Prinzip ja nur nach gelben Blöcken achten. Gucken. Auf gelbe Blöcke achten. Ich denke jetzt mal nicht, dass plötzlich Röhren begehbar sind, die vorher nicht begehbar waren. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich hier irgendwelche Blöcke gesehen hatte, die. Ne? Die. Ah, vielleicht oben. Vielleicht hier oben irgendwo. Nach links oder rechts. Wir werden es gleich rausfinden. Dann kann ich nach hier. Nein. Okay. Dann springen wir mal in die andere Richtung. Also vielleicht ist weiter oben irgendwo was. Und das habe ich dann vielleicht auch nicht so richtig beachtet. Das kann ja durchaus sein. Wir werden sehen. Ich bin sehr... Okay. Aber ich glaube, diese Dings... Diese Ranke gab es davor auch schon, ne? Die war hier. Nee, hä? Wie komme ich da hoch? Warum sind da nochmal... Okay, wait. Warum sind da nochmal Wolken? Das müssen wir herausfinden. Warum waren da nochmal Wolken? Okay, hat gut funktioniert. Und dann müssen wir noch die letzte Yoshi-Coin im letzten Level holen. Dafür hätte ich jetzt kein extra Video gemacht, aber wenn ich eh schon nochmal neu aufnehmen muss... Aha. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Es war dann doch etwas zu offensichtlich. Es musste ja irgendwas sein, was man nicht sehen konnte, dass da plötzlich gelbe Blöcke auftauchen. Ja, nice. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Okay, also ich brauche hier einen Schlüssel. Okay. Danke. Was geht jetzt hier? Ja, das ist vielleicht nicht der richtige Exit gewesen. Ja, was geht jetzt ab? How did you get here? Don't enter that pipe, you hear me? It leads to a very far away place. What my pal is trying to say is that this pipe leads to a special level that I could not fit into this demo. Okay, er hat ja einfach noch ein Level eingebaut, was man spielen kann. Und er meinte auch, wenn ich das nicht mit Save State spiele, werde ich für das Level vermutlich den ganzen Part brauchen. Also wir gucken mal, was jetzt mich hier erwartet. Okay. Das ist ein Wüstenlevel. So. Hat jetzt dieses Wüstenlevel nochmal neue Yoshi-Coins? Oder... Wie sieht's aus? Wir werden sehen. Ich denke, das Ding ist, wir sind ja immer noch im gleichen Level, wo ich die Yoshi-Coins schon gesammelt habe. Also selbst wenn es hier Yoshi-Coins gegeben hätte, dann müssten sie ja eigentlich... Oh. Dann müssten sie ja eigentlich jetzt weg sein, weil sie ja, wenn man sie einmal hat, nicht mehr angezeigt werden, ne? Also vielleicht wäre hier oben eine gewesen, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Nur so als Beispiel. Ja. Oh! Der verliert... Wieso verliert der... Ich habe da was gefunden. Interesting. Ach, jetzt starte ich aber hier. Ja, nee, Moment.
Also wenn, dann starten wir schon hier am Raum anfangen. So. Ich spiele nicht jetzt jedes Mal bis zu der Tür hin. Das wäre ja Quatsch. Das wäre ja Blödsinn. Okay, wir wissen jetzt auch, dass da unten nichts Spannendes drin ist. Wir können hier also durch und diesmal unsere Blume behalten. Das ist doch schon mal was. Oben ist nichts. Das haben wir auch rausgefunden. Und er hier... Das ist sehr interessant gebaut. Aber ich bin sicher, da hat sich Top was bei gedacht. Ich finde es auch schön, wie er geschrieben hat, was halt auch so eine ganz typische Geschichte ist. Ah, ja, okay, wenn es fällt, ja, ich verstehe. Was halt auch so eine typische Geschichte ist, dass man als Hackersteller jedes Mal, wenn jemand die Level spielt, immer wieder neue Sachen findet. So, ne, jetzt hat er auch durch das, was ich gespielt habe, so ein paar Sachen entdeckt, die er wahrscheinlich nochmal ändert. Und jedes Mal, wenn man halt... Also, ein Hack ist halt nie wirklich fertig. Also, auch allgemein einfach ein Spiel, wenn man das entwickelt, ist auch nie wirklich fertig. Gehe ich mal von aus. So, man findet immer irgendwelche Sachen, die man dann ändern kann. So, jetzt haben wir einen Midway Point. Da es hier keine Yoshi Coins gibt, können wir das jetzt wirklich auch ganz normal, ganz klassisch spielen. Und dann passt die Geschichte. So. Okay. Würde mich jetzt interessieren, in welche Welt dieses Level ungefähr gehört hätte. Vielleicht wäre ich oben übrigens auch wieder in der Yoshi-Coin gewesen, könnte ich mir vorstellen. Aber es wirkt jetzt für mich wie so, ich sag mal, Welt 3, Welt 4 Level ungefähr. Aber es ist nur eine Vermutung. Obviously. Warum ist dieses Ding da? Warum ist dieses Ding da? Naja. Warum ist dieses Ding da? Da oben ist... Hä? Also... Okay. Ich frage mich, ob die noch irgendeine Bedeutung bekommen oder ob die so einfach da sind. Für Deko oder sowas. So, jetzt fällst du erstmal hier runter und dann sind wir hier safe. Wozu sind die da? Hat das irgendwas damit zu tun, wie die hier in den... Ja! Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie die hier in den Screen reingelassen. Pass mal auf. Dieses Ding da drüben... Ich glaube, der spawnt irgendwie auf dem Dreieck. Genau, und dadurch springt... Das hat damit zu tun, wie die reingeladen. Also wie die sozusagen ins Spiel kommen. Dafür braucht er die... Deswegen sind da auch diese Blöcke. Ja, die kommen von dem Dreieck runter sozusagen. Und dadurch haben die dann wahrscheinlich auch dieses Moveset. Und deswegen sind da auch die Blöcke teilweise drüber. Weil das für uns nicht relevant ist, aber für ihn relevant, dass er die so ins Spiel reinbekommt. Ah, ich verstehe. Ja, jetzt laufen wir erstmal kurz da hoch und kommen nie wieder. Gut. So. Ja, und das war's auch schon. Ich habe jetzt ich will nicht sagen mehr erwartet, aber durch die Ansage, ich brauche, wenn ich Save State spiele, das ganze Video, ohne Save State spiele das ganze Video, habe ich gedacht, da kommt so übelst der Hardcore-Kram. Aber das ging ja. Das war okay. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir noch die Yoshi-Coins suchen. Dann machen wir uns doch mal nochmal auf den Weg, die Yoshi-Coins zu suchen. Und dann habe ich aber, glaube ich, wirklich alles gezeigt. Halt, hier war es nicht. Hier war es, ne? Hier haben wir die Yoshi-Coins nicht bekommen. Ach, das waren die Wolkendinger. Ja, ich erinnere mich. Okay, die können jetzt nicht so schwer versteckt sein. Ich glaube, wir hatten 2 von 3, richtig? So. Ich glaube, ich war auch da oben. Nee, war ich nicht, oder? War ich da oben? Weil da kann man auf jeden Fall hoch. Das sehe ich ja von... Oh mein Gott. Das sehe ich ja von hier, dass ich da hochkomme. Ja. Aber da war nur das.
Doch, ich erinnere mich, dass ich da oben war und auch festgestellt habe, dass hier nichts ist. Ja, doch. Ich habe ein sehr großes Déjà-vu an diesen Absturz. Das hatten wir schon mal. So. Wow, hi. Jetzt kann ich aber hier hoch, genau. Und hier war jetzt die... Käse. Und hier war jetzt die eine Röhre... Ah ne, das hat zum Secret Exit geführt, oder? Stimmt, das hat zum Secret Exit geführt. Ja, das wollen wir gar nicht gerade. Wir suchen ja die Yoshi-Coins. So. Was kamen denn? Hatte ich hier die Yoshi-Coins gesammelt und es war ein anderes Level, wo ich die Yoshi-Coins nicht hatte? Kann das sein? Weil im Moment kommt keine einzige. Und ich glaube aber, sie hätte doch längst die erste auftauchen müssen, oder? Ja, guck mal, ich glaube, hier war eine. Aber da ist keine. Hatte ich hier die Yoshi-Coins und es war ein anderes Level, wo ich sie nicht hatte? Oh Gott. Ich weiß das doch nicht mehr. Wie kriege ich denn das jetzt raus? Guck mal, da steht jetzt 0. Aber 0 heißt ja sozusagen jetzt in dem, im aktuellen Durchlauf habe ich jetzt 0 gesammelt. Also wenn wir jetzt nicht hier irgendwann gleich die erste Yoshi-Coin sehen... Oh, Bruder. Wenn wir nicht gleich die erste Yoshi-Coin irgendwo sehen, dann gehe ich davon aus, dass ich sie hier dann doch hatte. Ach. Und es ein anderes Level war, wo ich sie nicht hatte. Mist. Ah ja, aber ist voll okay. Mehr Videolänge. Ach, kein Problem. Kritisch wäre es, wenn jetzt noch eine Yoshi-Coin auftaucht. Weil dann wüsste ich, dass ich definitiv Quatsch gemacht habe. Nee, also hier hatten wir sie. Dann hatten wir sie hier vielleicht nicht? Jetzt muss ich die Level nochmal durchspielen, weil ich nicht weiß, wo ich die Yoshi-Coins hatte. Ach, das ist doch wieder... Ehrlich. Das heißt aber, sobald wir halt ein Level finden, wo wir die erste sehen... Hier war's. Okay, gut. Gut, dann war es dieses Level. Hervorragend. Ja. Ich habe ein gutes Gedächtnis. So. Also bisher kann ich mir nicht vorstellen, dass ich eine verpasst habe. So. Röhre, Röhre, nicht. Okay, jetzt könnte man hier hoch, aber da habe ich bestimmt auch geguckt. Ja, da ist nur ein Leben gewesen. Das heißt nur, aber das hat man damals auch schon gefunden. Okay, also hier war bisher nichts. So, jetzt kam der Abschnitt hier. Aber auch hier, man sieht doch eigentlich, also wie kann ich denn hier die Yoshi-Coins verpasst haben? Ich sehe doch relativ viel. Marco, ich bin wirklich sehr gespannt, wo ich was verpasst haben könnte. Vielleicht eine Röhre oder sowas, ich habe keine Ahnung. Kann man hier kann man hoch? Aber da, okay, da war ich auch. War auch nichts. Da unten ist auch nichts. Ach, jetzt kam... Warte mal. Hier hoch? Nein, okay. Aber ja, jetzt kamen die Typen, die geschossen haben. Oh, das ist jetzt ganz gefährlich und kritisch hier. Warte, ich kann hier hoch. Hier oben irgendwas? Nein. Da ist nochmal eine Blume, ist sehr wichtig. Nicht verlieren die Blume gleich wieder. Ist auch nichts. So, da ist Nummer 2. Und jetzt brauchen wir noch eine. Wo habe ich die verpasst? Warte mal, ich kann hier hoch. Das auch nichts. Okay. Gut, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Ja, aber jetzt geht's hier schon wieder raus. Aber hier war noch nicht das Ziel, oder?
Scheiße. Ja, ich erinnere mich. Das hatten wir schon mal. Warte, hier muss doch... Guck mal, hier ist irgendein Secret. Das ist doch... Guck mal, das hier unten, das ist doch alles so... Nicht irgendwie durch? Irgendwas machen? Wozu sind die... Also sind die einfach nur Deko? Da ist hier irgendwo irgendwas. Das wäre ein komisches Versteck, wenn hier ein Block wäre oder sowas. Nicht echt. Ich habe schon wieder die zweite... Wahrscheinlich dann die zweite oder halt die dritte verpasst. Das gibt's doch nicht. Wo sollen die sein? Aber wir haben auf jeden Fall dann jetzt Zeit zu suchen. So. Welche Yoshi-Coin habe ich verfehlt? Wo ist hier noch eine Yoshi-Coin? Muss ich kurz wieder kontrollieren, ob das grundsätzlich hier irgendwie hochscrollt oder so, der Himmel. Aber ich glaube nicht, ne? Nee, also nach oben scrollen tut hier, glaube ich, nichts. Aber wir können es nochmal kurz... Oh, Mist. Ja, Dings weg. Komm mal wieder her. Kann ich hier nicht gescheit Anlauf nehmen? Okay, jetzt. Ach, nee, jetzt bin ich... Ich will kurz von dem Block aus abspringen. Aber ich glaube, ich hätte schon mitbekommen. Ich glaube, ich hätte schon gesehen, wenn es nach oben scrollt. Oh, ich komme auf den Block nicht drauf, während ich renne. So. Nee, okay, es scrollt nicht nach oben. Ja, okay, also. Das ist sehr mysteriös. Okay, hallo. Hallo, Leben. So, also dann ist das doch definitiv die erste. Also ich glaube, soweit sind wir uns einig, dass das die erste sein muss. Und jetzt ist halt nur die Frage... Ach, guck mal, hier zwischen den Blumen könnte manchmal so... Okay, in dem Fall nicht. Aber nachdem ich jetzt diesen einen... Oh! Nachdem ich diesen einen versteckten Block gerade gefunden hatte... Frage ich mich natürlich, ob es nicht irgendwo anders auch noch solche Dinge gibt. Ha. Jetzt, ich bin jetzt halt völlig sass auf alle möglichen Stellen hier. Aber das ist halt jetzt auch irgendwie so Quatsch, was ich mache, weil noch nie waren die Yoshi-Coins so komisch versteckt. Also ich glaube auch, das ist jetzt kein komisches Versteck. Ich bin wahrscheinlich einfach nur doof. Guck mal, hier sind jetzt wieder... Okay, hier waren wieder versteckt. Ich finde es cool, wie viele Stellen er eingebaut hat, wo so Münzen einfach versteckt werden. Das ist voll cool. Aber ich war in den Röhren, habe ich doch alle ausprobiert, die ich gesehen habe, die Röhren, oder? Jetzt sind wir hier. Also bis hierhin ist nur das Leben da oben. Da ist keine Yoshi-Coin, kein gar nichts. Also müssen zwei Yoshi-Coins im zweiten Abschnitt sein. Ich gehe jetzt davon wirklich aus, dass im ersten Abschnitt nicht noch eine weitere Yoshi-Coin ist. Ich wüsste beim besten Willen nicht wo. Jetzt müssen wir hier mal neu kontrollieren, ob es hier vielleicht nach oben scrollt irgendwie. Dass man hier vielleicht irgendwie höher kann. Na, dass man über so eine Treppe hier, dass da dann irgendwie in der Luft was sein könnte. Er ist ja jetzt ja nicht ausgeschlossen. Ich glaube, von hier aus kann ich das ganz gut einmal kontrollieren. Denn halt. Oh, Luigi, please. Ja, ja. Nein. Ach Mann. Ja, so jetzt. Und jetzt einmal hier drauf. Einmal hier drauf. Einmal hier drauf. Okay, es scrollt nicht nach oben. Spätestens jetzt hätte es nach oben scrollen müssen. Gut, also. Also ich hoffe, die Yoshi-Coin ist nicht irgendwie so in der Luft versteckt, wo ich nicht hin, ne, was ich nicht sehe. Das wäre irgendwie komisch. Kann ich mir aber nicht vorstellen. So, habe ich die Röhre ausprobiert? Ja. Jetzt kommt ja auch gleich, glaube ich, die zweite. Also die für mich zweite.
Niemand weiß, ob es wirklich die zweite ist. Guck mal, hier geht's halt auch nicht. Also man sieht halt hier auch nichts. Da oben sind dann zwar Münzen, aber... Also wenn hier eine Yoshi-Coin ist, sehe ich sie nicht. Kann noch ein bisschen rumhüpfen. Aber es scrollt halt auch nicht hoch. Hier oben ist auch nichts. Nehmen wir hier nochmal Anlauf. Aber wie gesagt, also wenn da was wäre, müsste es hochscrollen. Tut's aber nicht. Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre sehr fies versteckt. Ich muss die Blume behalten, sonst komme ich an die meisten Sachen nicht mehr gleich nicht mehr ran. So. Ist hier irgendwas in der... Warte mal. Hier in der Mitte. Dass ich da einen Block auslösen kann oder so. Wäre zwar auch sehr merkwürdig. Aber eigentlich, ja. War Wunschdenken. So, hier kann ich hoch. Aber hier ist halt auch nichts. Na? Ich verstehe es nicht. Ja, tschüss Pilz. Hier kann ich auch nicht rein. So, hier ist die für mich zweite. Aber die dritte kann ja auch nicht so kurz danach kommen. Und hier ist auch keine mehr. Und hier oben ist auch keine mehr. Da haben wir auch geguckt. Bleib doch mal oben. Auch hier kann ich rumhüpfen. Da ist nichts. Aber das wäre auch super bald halt nach der dritten. Ja, aber jetzt kommt schon das Ende. Wo soll die denn sein? Hier oben vielleicht? Das wäre halt auch super weird. Nee, und jetzt sind wir durch. Das gibt's doch nicht. Dann müsste doch in dem Raum noch eine Yoshi-Coin sein. Aber da ist ja nichts. Ich weiß nicht, wo die dritte Yoshi-Coin ist. Das gibt's doch nicht. Na gut, ich habe nur noch eine Idee, wie wir das jetzt rauskriegen können. Lol. Ah, oh, schade. Ich habe nur noch eine Idee, wie wir das rauskriegen können. Guck bei Lunar Magic mal vorbei. No? Schauen wir mal, ob ich das Ding in Lunar Magic aufbekomme. Ich hab schon ewig nichts mehr in Lunar Magic aufgemacht. Passt mal auf. Ja, wie ging das überhaupt? Oh boy. Okay, wartet mal einen Moment. Ich habe hier Lunar Magic neu. Wenn ich jetzt hier lunarmagic.exe anklicke, öffne ich dann Lunar Magic? Ja. Sieht doch schon mal gut aus. Kann ich da jetzt die ROM öffnen? Ihr seht gleich Bild, theoretisch, wenn ich es hinbekomme. Wenn ich es hinbekomme, seht ihr gleich Bild. So, Luogi-Hack. Zack, öffnen. So. Oh Gott, wie ging... Okay, ich versuche mal, euch Lunar Magic zu übertragen. Irgendwie. Habe ich bei OBS noch Lunar Magic irgendwo drin? Oh boy. Nein. Schade. Gut, dann brauchen wir ein neues Fenster.
Einen Moment. So, hinzufügen, neues Fenster. Zack. LM. Zack. Okay. So, da ist es auch. Ne, das ist ZMZ. Da, Luna Magic, das will ich übertragen. Ja, genau, das will ich übertragen. Mauszeiger aufnehmen. Okay. Here we go. Okay, watch out. So. Sieht man jetzt hier? Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt gab es irgendwo den Overworld. Ich glaube, das hier war der Overworld Editor, richtig? Genau. Ah, den seht ihr jetzt wieder. Och. Das ist jetzt ein neues Fenster, was ich übertragen muss? Oh, Junge. Hinzufügen. Fenster. OWLM. Quelle sichtbar machen. Overworld Editor. Zack. Das ist nämlich ein neues Fenster, was aufgegangen ist, wenn man hier oben auf das Schloss klickt. Dann geht dieses zweite Fenster. Boy. Jetzt kann ich nicht. Na gut, ihr seht das Fenster, um das es geht. Hier, da wo jetzt meine Maus drum fliegt. So. Und wir sind in dem Level hier. In dem. Ja, ihr müsst auf die kleine Maus gucken. Die Idee im Overworld. In dem Level sind wir. Dieses Level muss ich jetzt irgendwie rausfinden. Wie ging das? Ging das hier? Rausfinden, was das für eine Nummer ist. Nee, wo ging das denn? Ach, Junge. Das konnte man. Irgendwie konnte man. Ja. Wieso ging das nicht? Ach hier, das war das Ding. Das war dieser Punkt. Ja genau, jetzt muss ein Teil selected sein. So, und jetzt muss ich hier draufklicken. Okay. Level Number ist 2. Level Number to use for this tile ist Level 2. Okay, ich muss Level 2 öffnen. So, jetzt kann ich den Overworld Editor wieder schließen. So. Und muss jetzt das Level suchen. Nein, so nicht. Hier ging das, ne? Level, ja, Level 2. Let's go. There we go. So, das sieht jetzt alles wunderschön aus. Aber die Yoshi-Coins müssen wir doch zumindest sehen. Wir wissen ja, wie sie aussieht. Ja, guck mal, hier ist die eine. So, die haben wir gefunden. So. Ist in diesem Raum noch eine? Nein. Also, dieser Raum hat diese eine Yoshi-Coin. Können wir das festhalten, ne? Hier ist die Yoshi-Coin. Woanders ist keine. So. Und jetzt muss ich hier. Secondary. Ach, jetzt muss ich diese Exit-Dings ans. Oh, wo war denn jetzt die Dings wieder? Oh, Junge, irgendwo konnte man. Irgendwo konnte man die Exits sich anzeigen lassen. Wartet kurz, ich muss wieder alles durchsuchen. Das war's nicht. Ach, ich habe ja hier drüben noch mehr Kästen. Wartet, oh Scheiße, ich verschiebe hier gerade alles, was ich nicht verschieben will. Können wir bitte nur. Ich will Luna Magic verschieben. So, wartet kurz, ich muss Luna Magic verschieben. Anordnen. Nein, ich will's doch. Oh, Bruder. Kann ich dich einfach bitte nach vorne haben? Ach ja, ich weiß, wie es nach oben. Ich muss es so machen. Dann ist es, glaube ich, oben. Verschiebe ich jetzt Luna Magic? Nein, jetzt verschiebe ich irgendein anderes Fenster. Oh mein Gott, ich will doch nur, dass diese. Weißt du. Wieso kann ich denn bei OBS nicht einstellen, dass ich immer nur ein Fenster anklicken will? Und, weil der verschiebt mir gerade alles Mögliche im Hintergrund. Das seht ihr gar nicht. Aber nicht das, was ich verschieben will. So, wartet kurz, ich mache hier mal alles dicht. So kann es funktionieren. So, alles dicht. Zack, zack.
Und wenn ich jetzt hier klicke, dann dürfte ich jetzt doch wirklich nur noch Luna... Ja, jetzt verschieben Luna Magic. Okay. So, jetzt sind hier oben nämlich die Türen aufgetaucht, hier. Und da kann ich jetzt nämlich die Screen Exits mir anzeigen lassen. Und jetzt steht hier Exit Level 32. Jetzt muss ich wieder hier draufklicken und öffne dann Level 32. And here we go. So. Es ist ein Fiebertraum. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob eine Yoshi-Coin vor der zweiten kommt, die wir kennen. Nein. Hier ist die zweite. Die kennen wir. Jetzt bin ich gespannt, ob in dem Raum noch eine andere Yoshi-Coin kommt. Nein. Auch hier ist Schluss. Also muss doch die letzte Yoshi-Coin im letzten Raum sein. Oder wie? Oder wie oder was? Also hier geht's zu Level 31 und das ist dann der letzte Raum. So. Aber hier ist auch keine Yoshi-Coin. Was haben wir übersehen? Gehen wir nochmal zu Level 2. Habe ich irgendwo einen Exit übersehen? Gibt es noch einen Exit, der durch eine Röhre oder so funktioniert? Also ist noch irgendeine. Ist hier noch irgendwo ein zusätzlicher Exit-Raum? Lasst uns mal das vorsichtig durchfahren. Exit to Level 30. Kann man hier in den Boden? Kann man hier runter in den Boden? Okay. Okay. Okay, probieren wir aus. Habe ich Luna Magic bei Dings raus? Nicht, dass ihr jetzt Luna Magic seht. Ja, doch, passt. Okay. Gut, probieren wir aus. Let's go. Das ist die Stelle, wo es so ein bisschen schräg runter geht. Und dann zwei in der Mitte rumspringen. Hier. Nee, hier noch. Nee, hier ist das noch nicht. Stimmt, das ist ja nach der ersten Yoshi-Coin gewesen. Jetzt geht irgendwo. Ach, Bruder. Irgendwo geht es jetzt schräg runter gleich. Nee, hier auch nicht. Hier nach geht schräg runter. Genau, hier. Aber wieso ist hier ein Exit to Level 30? Wo soll. Was soll hier. Kann doch nicht sein, dass ich da einfach in den Abgrund gehen kann, plötzlich. Ja. Nee, dann ist hier einfach noch ein Exit, der aber, glaube ich, nirgendwo hinführt. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich klicke jetzt aber mal kurz bei. Oder warte mal. Ist hier vielleicht eine Ranke nach oben? Ist hier vielleicht irgendwie, dass man hier nach oben kann oder so? Oder ist das hier eine Röhre? Ups. Das wäre aber alles ganz wild. Nein. Ich glaube, da ist einfach nur noch. Ich glaube, da ist ein Exit von der Hauptraum, aber nicht, dass hier ein Exit ist. Aber wir gucken jetzt mal, was Level 30 wäre. Ich mache wieder Luna Magic hier für euch auf. Zack. Und ich suche mal Level 30. Nee, das ist okay, das ist was völlig anderes. Das ist von der Wolkenwelt der Exit. Okay, dann können wir wieder zurück zu 2. So. Aber so meinte ich, so müssen wir gucken, ob es noch irgendwo Exits gibt, die wir nicht benutzt haben. Ne? Und hier, wie gesagt, hier ist Exit to Level 30. Gut, der ist dann irrelevant für uns. Hier ist Exit zu 32. Den haben wir ja, ne? So, jetzt kann ich wieder zu 32 gehen. Jetzt müssen wir bei 32 nochmal gucken, ob es da noch irgendwelche eigenen Exits gibt. Oder Yoshi-Coins. Aber ich habe hier keine zweite Yoshi-Coin gesehen. So. Bisher auch kein anderer Exit hier. Nichts. Da ist die Yoshi-Coin, die wir kennen. Hier in Screen 0D ist die Yoshi-Coin, die wir kennen. Und dann kommt nur noch das Ende. Und beim Ende ist auch keine Yoshi-Coin. Also, ich habe jetzt. Im Level gesucht. Ich habe hier gesucht.
Ich halte fest, es gibt keine dritte Yoshi-Coin. Tob, klär uns bitte in den Kommentaren auf. Ich schließe hier ab. Ich habe jetzt alles in meiner Macht Stehende getan, um eine dritte Yoshi-Coin zu finden. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie auch in Lunar Magic nicht. Ich bedanke mich aber an der Stelle fürs Zuschauen. Es ging ja vor allem um das erste Level nochmal, dass man das vollständig sieht. Ja. Kurze Lunar Magic Ausflug. Okay. Gut. Für die, die im letzten Part zugehört haben, ich habe ja gesagt, Zelda kommt. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis Zelda kommt. Ich schreibe morgen eine Ex. Die muss ich dann auf jeden Fall erst noch korrigieren. Also es wird immer... Ich brauche es nicht immer wieder neu sagen, aber irgendwie bin ich doch so jemand, der halt immer wieder alles doppelt und dreifach sagt. Das ist aber auch so eine... Das ist so eine Lehrerkrankheit. Das ist so eine Lehrerkrankheit. Du bist einfach als Lehrer, hast du diesen Automatismus drin, ne? Dass Menschen, denen du am Tag, am Montag was sagst, dass die es am Dienstag wieder vergessen haben. Ne? Deswegen erzählst du halt alles doppelt und dreifach. Immer wieder und wieder. Weil du ja davon ausgehst, dass die Menschen, die dir zuhören, das wieder verdrängen. Ich gehe ja nicht nur davon aus, es ist ja so. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ihr wisst Bescheid, es kann dauern, bis alles kommt. Wir werden sehen. Die Switch ist aber jedenfalls schon mal aufgebaut. So, mal gucken, wie ich dazu komme. Ich habe keine Ahnung. Und dann gibt es auch immer so diese Kopfschmerztage zwischendurch, wo ich auch zu nichts komme. Ja, whatever. Wie gesagt, klär mich gerne zur dritten Yoshi-Coin auf. Ich finde sie nicht. Wenn du schreibst, wo sie ist, kann ich den Kommentar gerne anpinnen und das dann so... Also, ich habe jetzt wirklich alles probiert. Ich mache jetzt nicht noch ein viertes Video nur für die Yoshi-Coin. Aber I don't know. Ich habe alles probiert. Selbst Lunar Magic hat mir nicht geholfen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.